Nachdem wir letztes Mal die unvergesslichsten Waifus bewertet haben, bewerten wir jetzt einmal hier Yu-Gi-Oh! Charaktere, wie cool ich die finde, ob ich mich daran erinnern kann. Wir gehen das einmal ganz kurz durch. Gehen wir einfach rein in die Tierliste. Ich habe da irgendwie Bock drauf, denn ich gucke mal sowas selten an und ich habe den Anime auch schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen finde ich ganz cool, so ein paar Erinnerungen zu schwelgen. Hier ist einmal unsere Tierliste. Wir haben ganz oben einmal SS Top-Tier-Charaktere, wie ich sagen würde. Ja, das war ein richtig cooler Charakter. Da werden wahrscheinlich nur 2 oder 3 drin landen, ne, so um den Dreh. Ne. Esti ist ein richtig guter Charakter, mochte ich gerne. A ist halt okay und der Rest geht immer weiter runter. In F packe ich die Charaktere rein, an die ich mich null erinnern kann. In E kommt die rein, die ich schon mal gesehen habe, an die ich aber mich nicht erinnern kann. Ne. Wir fangen an mit dem ersten Charakter und das ist natürlich Atticus Rhodes. Das ist der Bruder von Alexis und ja, der Charakter war okay. Ne. Das war cool, Night Shroud, wie der auch immer hieß. War cool, dann kam er zurück. Ich find's cool, irgendwie die Variante der Folge mit, also die Folge mit dem, wo er sie geschrieben hat, wo Chess gedacht hat, oh, ich liebe Alexis und so, das fand ich ganz witzig. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Ich pack mal I in C. Das ist der Charakter aus Link Brains, also die künstliche Intelligenz, die halt den Protagonisten befolgt. Ich kenne den Namen von dem Protagonisten nicht mehr, ich glaube Yusaku oder so. Ich kann das nicht bewerten, ich habe das zwar gesehen, aber das kam 2017 raus, das heißt, da habe ich es gesehen, alles durchgeguckt, soweit wie es halt ging. Dann kam Revolver noch dabei und ja, mehr habe ich halt nicht gesehen. Ne? So, an die kann ich mich halt gar nicht erinnern. Die auch nicht. Die ist auch schon, das ist der, ne? Das ist Akiza. Akiza ist für mich tatsächlich S-Tier, weil Akiza ist ein cooler Charakter. Ne? Also wirklich auch dass die ganze Sache mit dem, wie sich er gegeben hat, mit dem Kult, mit der Maske. Die Maske war killer, Bossmonster war geil. Also war ein gut geschriebener Charakter. Ich meine, 5Ds wird wahrscheinlich generell ein bisschen höher ranken, weil das an sich wirklich auch ein cooler Anime war. Unabhängig jetzt vom Kartenspiel selber, sondern der Anime selber auch war ganz cool. Dann haben wir einmal den Typen hier mit dem Millenniumsauge. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Asmodius oder so. Der Charakter war auf jeden Fall so. Der hat das gemacht, was er machen sollte. Also war ein okayer Charakter. Der sagt mir gar nichts. Der sieht aus wie ein Professor. Packe ich mal zu E. Ich glaube, das ist der Professor, der diesen komischen Affen in GX gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den packe ich den hier hin. Aber das ist der, der die Tankkarten gespielt hat gegen Kaiba. Weil der so extrem gegen den Kaiba-Kopf war, weil die irgendwie für den Krieg gewesen sind. Der ist zwar der gleiche auch gleich. Ich kenne aber keinen von denen. Das sind ja wahrscheinlich die gleichen. Den hier kenne ich auch nicht und nie gesehen. Ich glaube, das ist einer von den neueren Schülern in GX gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Deswegen packe ich ihn mal hier. Ich kann den Charakter nicht bewerten, weil ich nicht mehr genau weiß, was der gemacht hat. Das ist wieder ein aus Sechsel, sagt mir auch gar nichts. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, als ich das Waifu-Video gemacht habe, dass ich ihn nie gesehen habe, aber sieht aus wie ein Saiyajin. Ist das nicht der Typ aus hier der Pyramide des Lichts? Ist das nicht der Typ hier? Weil dann war der halt sehr, sehr simpel, der Charakter. Ne? Die ist wieder aus Frains. Kommt auch hier hin, sagt mir nichts, nie gesehen. Das sind die ganzen anderen AIs. Soweit habe ich nie gesehen. Hier, das ist der beste Freund von Großvater Muto. Solider Charakter. Genau das gemacht, was er machen sollte. Wirklich, wirklich solider Charakter. Astral packe ich auch zu B. Ich habe zwar 6 nicht so krass verfolgt, aber ich fand Astral von der Idee ganz cool, dass er so genervt war, wie schlecht Yuya einfach war. Deshalb auf jeden Fall da. Alexis kommt in A-Tier. Alexis. Solider Charakter, hat das gemacht, was er machen sollte. Mehr weiß ich nicht. Also Alex ist halt solider Charakter. Die hier habe ich irgendwo gesehen. Das war die mit dem Apfel hier drauf im Bild, ne? Könnt's aber nicht mehr einordnen. Axel Brody ist ein cooler Charakter. Also ich kenne den Namen halt noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der Charakter so in der Serie war. Könnt mich jetzt da lügen. Bakura, SS-Tier. Also Bakura, insane cooler Charakter. Also die Motivation dafür, der Antagonist, die Optik, ne, dass er immer wieder auftaucht mit dem Erinnerungsring. Einfach richtig cool, richtig fies, ne? Auch seine Background-Story richtig cool. Ich mag Bakuras Charakter sehr, sehr gerne. Bennett Keefe ist einfach cool, weil er ist halt das, was er sein soll. Der ist witzigerweise, falls es nicht wissen, im Manga ist er auch gestorben. Im Anime nicht. Und dann kam der im Anime nochmal zurück. Auch ganz witzig. Dann haben wir Bastion. Bastion war auch ein cooler Charakter. Ich fand es witzig, weil er halt quasi das ist, was die meisten Yu-Gi-Oh!-Spieler heutzutage sind. Spieler mit verschiedenen Decks, die gerne spielen, auf verschiedene Strategien ausgerichtet und so. Einfach ein cooler Charakter. Den hier habe ich noch nie gesehen. Die Big Five waren das, was sie tun sollten. Waren
coole Antagonisten für die Staffel. Dann haben wir wieder Blair. Blair ist wieder ein Charakter, der war okay. Hat auch das gemacht, was er machen sollte. Den Charakter habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das war auch einer aus der, wo die in Ägypten waren. In der ersten, also Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber ich meine schon. Der sagt mir gar nichts, der Typ hier. Ich glaube, der heißt Greiger oder Greiger oder so. Deswegen packe ich den mal hier mit rein, weil ich den schon mal gesehen habe. Bones, ja, war okay. Ne? Dass der mit Joey im Königreich der Landen war halt ganz okay. Mehr habe ich also nicht zu sagen. FT kommt der auch, weil ich erinnere mich an den gar nicht. Genauso wie an den. Oh, das müsste auch der aus 6 gewesen sein, ne? Der war zumindest da. Also Darkwood-Ding, gar kein Plan. Der sagt mir auch nichts. Der ist aus wie ein Pirat. Kali, ja, ich pack die mal über, ey. Überall. Weil ich finde den Charakter selber halt gar nicht so bad. Die sagt mir immer noch nichts. Die habe ich halt schon mal gesehen. Mir gar nichts. Crow. Crow ist ein, ich würde sagen, sogar SD-Charakter. Ich mochte den Charakter von Crow, ich mochte die Verbindung, die er mit Yusei hatte, also wirklich. Ich muss sagen, die Charaktere aus 5Ds waren schon echt gut, also die Charaktere selber. Den kenne ich auch nicht. Die Dark Scorpions, die waren sogar relativ solide in dem Arc, wo sie aufgelaufen sind, war auch GX, ne? Dann haben wir einmal Darts. Darts ist ein A-Tier-Charakter. Ist eine gute Motivation gewesen, den Leviathan zurückzuholen. Die ganze Geschichte rund um Orikalkos und sowas ist sehr ikonisch. Witzigerweise ist Awaken the Dragon mein Lieblings-Arc, Yu-Gi-Oh! Aber ich finde, Darts ist sehr eintönig manchmal. Deswegen kommt der halt in AT. Ist ein guter Charakter, ohne Frage, aber das war's halt. Declan ist für mich so ein bisschen wie Darts. Sehr, sehr eintönig. Ein bisschen von sich selbst überzeugt. Die hat ein bisschen versucht, Kaiba zu kopieren. Ist auch semi gelungen, aber das war's auch schon. Haben wir den Typen hier, sagt mir gar nichts. Ist wahrscheinlich 5Ds, so wie er aussieht. Ne? Dark Signer, aber weiß ich auch nicht, ne? Der sieht so ein bisschen nach 5Ds. Ne, 5Ds nicht. Wer ist jetzt hier? Nach Aquios, kann ich aber auch nicht zuordnen. Genauso wie die hier, sagt mir nichts. Der sagt mir auch nichts. Das ist, wie heißt der denn nochmal? Das war der aus dem Film und der Charakter war okay. Ich habe jetzt, ja, ich pack den mal zu den hier. Der war halt okay. Ich glaube, Asemi oder so hieß der. Irgendwie sowas in der Richtung. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, ich fand, also der Charakter in dem Film selber war halt ganz okay. Noch nie gesehen. Nie gesehen. Holy. Wer ist denn der hier? Crowley. Das Witzige ist, je länger die Serie ging in GX, desto besser fand ich den. Deshalb würde ich den wahrscheinlich sogar einfach in BT reinpacken, weil er das war, was er sein sollte. Er sollte sehr von sich überzeugt sein, goofy und immer so ein Punching-Bag sein für Jaden, dass er sich immer darüber aufregt, dass er alles bekommt und er wollte ihn quasi rauswerfen. Ich fand, hat Crowley einen ganz guten Job gemacht. Luke Levin ist einfach ein cooler Charakter. Wirklich einfach, er ist ein cooler Charakter. Ich finde tatsächlich Dungeon Dice Monsters in manchen Fällen sogar ein interessanteres Spiel als Yu-Gi-Oh! Ich mag Yu-Gi-Oh!, verstehe mich nicht falsch. Ich finde aber Dungeon Dice Monsters so als reines Spiel selber, so auf Konsole oder auf dem Game oder sowas. Fände das, glaube ich, immer noch ein cooles Spiel, weil das sehr viel Strategie quasi benötigt und das sehr einfach zu verstehen sein würde. Fände ich ein cooles Spiel. Der sagt mir gar nichts, ist auch wieder irgendeine AI. Die wusste ich schon in den Beifall wieder nicht, ne? Die auch noch nie gesehen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, die mit dem Altergeist. Den kenne ich sogar. Das ist doch der Direktor von der Nordakademie aus GX. Aus so einem Random Fact, den ich halt weiß. Ja, der Charakter war halt okay. Ich find's halt geil, wie die alle auf die Olle gestanden haben. Ein komischer Frosch hier. Sagt mir auch gar nichts. Der Typ sagt mir auch gar nichts. Es gibt so viele Charaktere, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Auch der hier. Oder der mit der komischen Frisur. Was ist mit dem los? Grüne Haare, nie gesehen. Ja, nie gesehen. Mir auch nichts, ne? Ich habe das Gefühl, die müsste ich kennen, aber ich kenne die auch nicht. Die genauso, nie gesehen. Der ist witzigerweise aus Agui und das ist der mit den Super Heavy Samurais und der Charakter ist eigentlich ziemlich cool. Auch wenn ich das Design nicht mag, aber der Charakter selber ist ganz cool. Ah, ich spiele ohne Zauberkarten, ich brauche die nicht, ne? Und weil es ging um diese ganzen Actionkarten in Agui und der hat gesagt, brauche ich nicht, ich spiele nur mit meinen Monstern. Eigentlich eine coole Überzeugung. Den Charakter habe ich schon mal gesehen, deswegen packe ich den mal hier in E rein. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext ich den gesehen habe, aber das Design kommt mir super bekannt vor. Ja, das ist halt Kaiba. Ja, er kommt auch in DT rein, weil ich kenne ihn ja und ich weiß, was der tut, aber ich mag den Charakter so an sich halt nicht. Und auch hier rein, hab ich auch nie gesehen. Das Orikalkos-Ding hier, ich habe den schon mal gesehen, das ist, glaube ich, der erste Orikalkos-Typ, den die sehen, nachdem die auftauchen, der das erste Mal mit Orikalkos spielt. Mehr weiß ich zu dem aber nicht. Und das hier rein, dann ist aber hier, das ist Jaden als dunkler König, ne? Ich muss sagen, ich habe die eine Staffel mit Jaden, mit dem dunklen König hier, das ist ja, ich glaube, nachdem er mit Yubel da dieses Intermezzo hatte, kommt er dann so zurück. Ich habe das, glaube ich, nur einmal gesehen, das ist auch damals im Sub gewesen, das ist schon super lange her, weil die kam ja bei uns in Deutschland raus, die Staffel. Wilde Frisur auf jeden Fall, sagt mir nix, sagt mir auch nichts, sagt mir auch gar nichts, noch nie gesehen, nie gesehen, noch nie gesehen. Ishizu ist auf jeden Fall A-Tier oder A-Tier, wie man es nennen möchte. Ishizu, wie gesagt, cooler Charakter. Ich weiß nicht, wer das ist.
Junge Ishizu, weiß ich nicht. Sag mir nix. Atlas. Ja, Atlas auf jeden Fall besser als Benekief und Etikus. Reicht mir hiermit ein. Ich fand den halt okay, aber der war für mich halt zu sehr dieser Kaiba-Abklatsch, ne? Jaden kommt für mich straight in S-Tier rein. Ich fand die positive Ausstrahlung von Jaden immer cool. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich fand das eigentlich immer von der Ausstrahlung ganz cool. Der Charakter sagt mir gar nichts. Der auch nicht. Jesse Anderson war für mich immer so ein Jaden, aber halt, ich mochte die Karten dann nicht so gerne, vielleicht zu den Helden, die der gespielt hat. Ich glaube, ich würde ihn auch mal solide in C-Tier reinpacken. Ich finde, das ist ein cooler Charakter, aber ich glaube, ich würde alle Charaktere, die ich hier oben eingerankt habe, einfach als Charakter selber mehr feiern. Ich fand auch, Etikus hat besser Joke gemacht als der hier. Das ist auf jeden Fall, den habe ich schon gesehen, das ist der Crocodile-Typ. Mehr weiß ich dazu aber nicht. Nur nie gesehen. Joey Wheeler, A-Tier. Joey ist ein cooler Charakter. Mehr habe ich zu Joey nicht zu sagen. Joey ist halt immer so, ja, ich habe halt Glück, ich schaffe es halt, ich werde einer der Besten. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich mogel mich trotzdem irgendwie durch. Ja, seine Motivation mit seiner Schwester, das war cool. Aber ansonsten, ja, na gut. Dieser Film noch nichts. Ich glaube, das war der die Sacred Beasts geholt hat in JX. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ach ja, das war doch der versucht hat, einen auf Yami-Yugi zu machen in JX. Ah, ich guck mal die Olli runter, weil sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Das ist, glaube ich, der. Den kenne ich sogar. Ich packe dir mal ein C-Tier rein. Das ist doch einer der besten Freunde von Yusei gewesen, der danach halt zum Darksigner geworden ist, meine ich. Ne? Haben wir Kisara und Kisara kommt in A-Tier rein. Weil, habe ich letztes Mal im Waifu-Video schon gesagt gehabt, cooler Charakter, mochte ich sehr, sehr gerne. Ne? Würde ich auf jeden Fall, ich würde mir ganz gerne so eine Story-Arc nur um die Geschichte um das alte Ägypten auch nochmal angucken, auch mit solchen Charakteren, ne? Unabhängig jetzt von dem Kartenspiel selber. Charakter sagt mir gar nichts, der sagt mir auch nichts, nie gesehen. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen eng hier auf unseren Reihen. Gucken wir mal. My Valentine kriegt auf jeden Fall auch ein A-Tier, ist ein ganz guter Charakter. Bader fand ich tatsächlich einen sehr coolen Charakter. Ne? Der Lehrer, der nachher dann die Alchemie-Karten fand ich cool, wer duelliert hat, das war sehr, sehr cool. Ich mag auch viele von den alten Charakteren. Ich habe jetzt mal Marco Tsunami gegriffen. Ist jetzt kein S-Tier, aber ist auf jeden Fall ein solides C-Tier, würde ich sagen. Ist ein guter Charakter. Ich schmeiß mal ganz kurz ein paar Charaktere, die ich nicht kenne, unten rein, weil die sind so random. Packen wir einfach mal hier rein, weil die ich schon nie gesehen habe. Damit wir die mal aus dem Weg haben, weil das ist halt nicht ganz so spannend durchzugucken, wenn ich die Charaktere halt nicht kenne. Und dann können wir uns lieber auf die Charaktere konzentrieren, die ich schon mal gesehen habe. Wenn es hier ein Charakter dabei ist, der euer Lieblingscharakter ist, ich zeige euch ja mal ganz kurz, damit ihr die alle mal gesehen habt. Und dann lösche ich die ganze Spalte. Dann können wir uns nämlich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich spannend sind, sagen wir es mal so. Sagt mir nix. Müssen wir durch was sagen. Sagt mir aber nix. Sagt mir auch nix. Der sagt mir sogar was. Der nicht. Der auch nicht. So, ich habe jetzt einmal die ganze Reihe hier voll mit Charakteren, die ich eigentlich noch nie gesehen habe oder zu denen ich nicht wirklich was sagen kann. Ich lösche mal diese ganze Reihe hier, wurden die alle wieder runtergeschoben, aber jetzt kann ich im Endeffekt hier so ein bisschen was mehr verteilen, zu denen ich vielleicht ein bisschen was mehr zu sagen habe. So, haben wir einmal Leon von Schröder. Ich fand den eigentlich einen ganz coolen Charakter, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich packe den auch in B-Tier rein. Ich finde den eigentlich ganz cool. Auch, dass er mit dem Bruder diesen kleinen, diesen Twist hatte, ist okay. Leo fand ich auch ich pack den mal hier runter, finde ich ein okayer Charakter. Ein bisschen nervig fand ich. Ich fand auch Luna ein bisschen nervig, ich pack die mal mit dazu. Ich pack die mal auch hier hinter. Von den beiden war ich nicht so der große Fan. Ich mag den Power Tool Dragon, den finde ich cool. Aber ansonsten war das alles, was ich jetzt zu sagen habe. Ich mag die Charaktere, mochte ich nicht, ne? Mahat ist ein cooler Charakter gewesen, genauso wie Mana. Komm auf jeden Fall, ich pack die mal beide auch in B-Tier rein. Chess Princeton, S-Tier. Cooler Charakter. Die Interaktion mit den Ojamas und seine Story ist eigentlich viel interessanter als die von Jaden, deswegen cooler Charakter. Den normalen Marek, der ist okay. Der macht halt nichts Großartiges, der ist halt da, ne? Maximilian Pegasus ist ein SST-Charakter. Der Typ, der hat einen Swagger. Also wie ihr seht, ich mag die Antagonisten Maximilian Pegasus, Bakura, aber Pegasus hat einfach Swag. Mokuba, Born to Decay, Bebowski oder so? Ich weiß nicht ganz genau, das war der halt mit Mokimoki gespielt hat, aber der war halt todesfunny. Und Esther Phoenix war auch ein okayer Charakter. Ich persönlich war nie so ein riesen Fan von ihm. Noah war auch okay, muss ich fairerweise sagen. Antagonist war halt okay, ich verstehe die Motivation. Habe ich aber nie so gemocht. Odion hingegen fand ich einen coolen Charakter. Ich würde Odion, glaube ich, sogar so mit auf diese Stufe stellen. Weiß mal, finde ich das Design von Odion optisch halt sehr, sehr cool. Und ich fand auch das, was er quasi gemacht hat, er war halt wirklich halt der Grabwächter, ne? Der Vater, den geschlagen hat, der war nicht der richtige Sohn, aber er war immer mit dabei, also das fand ich wirklich cool. Paron Dox kommen für mich auch in C-Tier rein, die sind okay. Der Seto aus dem alten Ägypten, kenne ich irgendwie nicht so. Den Charlie, der aus dem alten Ägypten, wie auch immer der hieß, der irgendwie auch nicht so. Raphael, unglaublich cooler Charakter. Packt den mal mit hier zu
den hier. Ich glaube, wenn ich mir recht überlege, packe ich den mal runter, weil ich halt das nur einmal gesehen habe, schon lange her ist. Rebecca kommt auch im B-Tier. Ist ein cooler Charakter. Goodwin habe ich irgendwie nicht so gefühlt, den Antagonisten. Rex nervt man, weil auch noch nur noch, die sagt mir gar nichts. Der normale Bakura ist auch okay, der Charakter. Wobei, der hat in der Serie halt nicht viel gemacht, muss ich fairerweise sagen, ne? Der Direktor hier, ich glaube, Shepard hieß der, glaube ich, ne? Kommt auch in D-Tier rein, der war okay, der Charakter, ne? Sinclair von Schröder, kommt für mich auch in C-Tier rein. Die Valkyron war ganz witzig, er war so als bisschen OP dargestellt, ist okay. Serenity kommt für mich auch in C-Tier rein, auch die hat ihren Job erfüllt, was sie erfüllen sollte, ne? Das war es aber auch, ne? Seto Kaiba ist straight SS-Tier. Diese Arroganz von diesem Typen, also... Ich glaube, man kann ihn nicht mögen. Seto Kaiba ist einfach die Definition davon, wie ein Antagonist in so einem Spiel zu sein hat. Einfach von oben herab. Shady fand ich immer cool, weil er sehr mysteriös war und man ganz am Ende erst herausgefunden hat, wofür er eigentlich da war. Fand ich eigentlich ganz cool. Cyrus habe ich, ja, don't really care. Ne, war halt da, war cool. Großvater Muto fand ich immer cool. Ne? Ja, vielleicht sogar B-Tier. Ja, ich packe mal ein B-Tier rein. Ja, kommt auf jeden Fall über seinen besten Freund drüber. Leo war ein cooler Charakter. Der war so richtig, richtig böse und sagt so, ah ja, ich will hier alles kaputt machen, so mit seinen Fright Furs und so. Das war, als der Intro eingeführt wurde in die Serie, war das wirklich ein richtig, richtig fieser Charakter. Thea, I don't really care. Der Typ, der seine Kartenziehübungen macht, ist auch irgendwie ganz witzig. Die Gladiatorin, kommt auch hier hin, ist okay. Ne? Das ist die, auf der, also, da hat er einen Crush auf die, ne? Tristan, fand ich immer okay. Hat immer das gemacht, was er machen sollte. Und ich glaube, wie heißt der nochmal? Heißt der Valen oder so? Das war der mit den Karten, die wir immer noch nicht in Yu-Gi-Oh! Haben. Diese Rüstungskarten. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir die nicht haben. Weil ich finde die eigentlich ganz geil. Also die hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Ich finde den Charakter, den fand ich wirklich richtig cool. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie er hieß. Ich glaube Valen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weevil, I don't really care. Yami Marek, ja, war einfach nur böse, ne? Ja, aber es ist trotzdem, der Antagonist war trotzdem okay. Yami Yugi kommt auch in S-Tier. Cooler Charakter, wirklich, hat für mich die Serie auch zu dem gemacht, was es halt war, ne? Einfach ein cooler, strategischer Charakter. Jubel, im Vergleich zu viel muss ich wirklich sagen, Jubel, don't really care, auch wenn es fies klingt. Ich mag das Design von ihr als Karte und so. Aber als Charakter, don't really care. Auch der kleine Yugi, der ist okay, ist halt besser als viele andere Charaktere, aber ich finde halt, die haben Yugi mit Abstand viel, viel besser als Charakter. Und du hättest auch die ganze Serie quasi mit ihm schreiben können, ohne ihn überhaupt drin haben zu müssen. Ja, das heißt, du hättest ihn quasi einfach den Körper nehmen lassen müssen von ihm hier und da wäre alles gut gewesen. Ja, Yuya, der ist nur hier drin, weil ich mich an ihn erinnern kann, aber der ist halt furchtbar gewesen. Der Charakter war okay, das war der Prima-Typ, ne? Yusaku, oder wie auch immer der hier hieß, ich weiß nicht, welcher es mir hieß, der Charakter war auf jeden Fall okay. Yusei ist straight SS-Tier. Das hier, ungelogen, ist der beste Charakter in ganz Yu-Gi-Oh! Denn der kämpft für seine Freunde, der hat eine Strategie, es geht nicht immer um ihn, also es ist wirklich... Er ist halt der Inbegriff von Gutmensch. Und das ist wirklich sogar besser als Yugi selber. Und ja, das ist wirklich, also für mich, das ist der beste Protagonist, den wir haben. Das war der mit dem Phantom Knights, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich muss sagen, Yuya selber fand ich eigentlich einen ganz coolen Protagonisten. Aber ja, der Kaiser. Richtig cooler Charakter. Ich bin nicht so ganz gehypt auf den, aber das war auf jeden Fall ein cooler Charakter. Sag selber... Ist ja eigentlich Bakura, deswegen packe ich jetzt Sarg mal hier unten hin, weil Bakura ist halt Sarg. Und damit haben wir es. Das ist meine Tierliste zu allen Charakteren aus Yu-Gi-Oh!, an die mich gut erinnern kann. Und ich bin wirklich eigentlich zufrieden damit. Ne? Ich finde halt, die Charaktere sind für mich die Charaktere, wo ich sagen würde, ja, das sind die Charaktere, die ich wirklich mit am geilsten fand. Wir hatten Yusei, Bakura, richtig, richtig geil. Pegasus auch, super coole Geschichte. Kaiba ist einfach ein richtiger Badass. Und das hier oben sind auch extrem coole Charaktere. Wirklich mochte ich alle sehr, sehr gerne. Habe ich mir alle sehr gerne angeguckt. Und auch hier, die im A-Tier. Fand ich, die haben das, was sie machen sollten, richtig gut gemacht. Die hatten ein paar sehr ikonische Szenen. Hier Kaiser mit Powerbond. Alexis einfach immer mit dem Support selber, der da war. Joeys Geschichte. Auch das Duell mit ihm hier. Ich glaube, ich werde dann. Dance, Declan, Raphael. Auch sehr, sehr traurige Hintergrundgeschichte. Kisara, dann die Shizu, Mai ein paar gute Szenen gehabt. Und die Introduction von ihm.
Die ist mir aber so im Kopf geblieben, wie er so richtig mit seinem Lutscher den Netz zerbeißt und so. Deswegen ist der auch für mich auf jeden Fall im A-Tier. Und der Rest sind solide Charaktere. Die I don't really care that much. Die sind so, ja, waren halt da. Ne? Und lasst mich wissen, was eure Favorite Charaktere aus dem Yu-Gi-Oh! Anime-Kosmos sind. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.